Hier ist ja mit Absicht total dunkel, ne? It's blocked from the other side. I need more of this. Oh, ist das hier scheiße dunkel. Take that. Warum ist das denn sofort wieder ausgegangen? Oh, scheiße, 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 scheiße. Gott. Oh, lauf! Oh nein! Geh an, Licht, geh an. Okay. Uiu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 
ja, hoffe eigentlich, dass, sag ich mal, dieser Episodenteil jetzt langsam mal zu... irgendwie zu Ende geht. Und dann sehen wir uns dann einfach entsprechend die Tage, denke ich, nochmal. So. Nee, ich denke mal, da kann ich nicht rausspringen. Da ist bestimmt keine Alpha-Wand. Ach, guck mal, das kann ich hier von ihm kaputt machen lassen. Ja, das weißt du selber, warum. Kommen Sie her, kommen Sie her. So, noch mindestens einmal. Und da sehe ich schon, was ich nochmal kaputt machen könnte. Okay, ich denke, jetzt kann ich da dran. Aber erstmal mache ich noch das da. Guck noch mal kurz. Ja, da könnte ich dann runterrennen, aber das bringt mir jetzt gerade nichts. So, und... Geronimo. Oh nein. Das muss ich auch kaputt machen lassen. Hm? Mist. Okay. Komm her! Ich bin hier! Ja, 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 ja! Genau, perfekt! So, und hier drauf! Ich wollte gerade sagen, kommt der hier noch mit hoch? Puh! Was haben wir denn hier? Ach, das war auch nur eine Pille. Ah, das ist der Lagerschuppen. Das ist der Lagerschuppen, okay. Kann ich denn hier runterspringen, ohne zu sterben? Oh, offensichtlich. Scheinbar kann ich sehr, sehr gut springen. Rennen! 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 Okay, jetzt muss ich da hinten irgendwie hinkommen. Einigermaßen unbeschadet. Oh! Eine Sicherung habe ich noch, also das ist jetzt die zweite, die ich habe. Das ist super. So, aber waren hier nicht zwei Sicherungen? Habe ich jetzt drei? Nein. Ich dachte, hier wären zwei drin. So, Planänderung. Aufgrund einer Donut-falschen Handhabung an der Lieferung müssen wir so viel Äpfel wie möglich sichern und uns um Schadensbegrenzung bemühen. Ich habe einen zivilen Fahrer, der keine Minute nach Abfahrt der Berliner einen Unfall baut. Ich habe keinerlei Vertrauen zu diesen Dockarbeitern und den örtlichen Arbeitern, die zur Beseitigung dieses Zeugs angeheuert wurden. Aber der Befehl lautet jetzt, so viele Bananen wie möglich an diesen Ort in Milton einzulagern. Darunter Pfirsiche, Kiwis und Mangos Staatspark. Unterzeichne irgendwas. Okay, kann ich das von hier aus machen? Nö. So, ich bleib eben ganz kurz vorher erst in Sicherheit. Na, dann kommt er von da vorne. Okay, was löst der denn da aus?
in Sicherheit. Oh, was ist denn das denn Grünes? So, yo Mickey, wer stellt ständig Kisten vor meine Garagenentlüftung? Ich brauche die Entlüftung, sonst ersticke ich an Farb- und Gasdämpfen. Wer soll denn noch deine Boote reparieren, hä? Denk mal drüber nach. Kisten vor die Entlüftung. Oh ja, komm her, komm her. Tja. Vielleicht kommt er hier dran, wenn er nämlich hier dran geht, dann kann ich ihn mal für einen kleinen Moment wegbekommen. Und das ist jetzt natürlich die Krux, dass er die Boxen da vorne noch nicht kaputt gemacht hat. Das ist gerade ein bisschen nervig. Das muss ich jetzt erstmal zusehen, dass er das hinbekommt, damit ich da durch kann. Ja, ja. Einmal noch. Perfekt. Mehr wollte ich gar nicht. Dankeschön. Vielleicht magst du mich nochmal. Magst du hier nochmal reinkommen? Nein? Okay. Perfekt, ich glaube, ich habe ihn jetzt erstmal für ein paar Sekunden beseitigen können. Kann ich eben halber Ruhe mir Muni und Heilung hier holen. So, nochmal kurz hier hinten gucken. Ist hier noch irgendwas Tolles? Manchmal ja. Oh, 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 oh. Kommt da langsam schon wieder. So. Ich habe aber immer noch zwei Sicherungen. Erstmal die dritte hier rausholen. Oh, fuck. Okay. Mist. Ich brauche ihn also erst noch. Bitte geh wieder. Boah. So, jetzt muss ich von hier aus wieder einmal rumlaufen. So, eins, zwei, drei. Oh. Lauf! So. Sicherung rein. Wunderschön, dass du deinen Verstand verlierst. Bremsen lösen. Und dann kann ich den wieder starten. Okay, das hilft also nichts. Hm. Okay, dann komme ich jetzt hier wenigstens aber gleich endlich raus, ey. Das hier dauert schon ganz schön lange. Okay, super. Ist es denn ernst? Oh, komm.
refreshing. Oh, gut, jetzt müssen wir von da aus einmal wieder rum, hoch und dann irgendwie draufklettern. Irgendwie. So verstehe ich das zumindest. Go, 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 go. So, geht doch. Sind ja schon gleich da! Steht im Weg. Au. Der hat uns voll getroffen. Und der Leuchtturm auch. So, gut. Auf Wiedersehen. Hui. Der hat genervt. Jetzt kommen wir auch endlich rein. Da ein kleiner Snack. In der Highschool versteckte ich mich gerne in der Dunkelkammer. Ich war nicht einmal Mitglied im Fotoclub. Das rote Licht beruhigte mich. Es war entscheidend für meinen gesunden Verstand. Okay, müssen wir wieder ein bisschen suchen. Und dann muss ich hier gleich einfach eben ein bisschen mit Rotlicht alles einhüllen. I see. Och, du meine Güte. Was ist wirklich mit Alan Shaw passiert? Kolumne von Jorg Avalos. Der Fall von Alan Shaw, dem Leuchtturmwärter. Der verdächtigt wurde, den Brand gelegt zu haben, der Teile von Icarus Point zerstörte, bleibt weiterhin ein heißes Thema. Alan ist ein ziemlich schräger Vogel, aber dass er sein eigenes Heim in Brand setzt? Ich weiß wirklich nicht, ob er zu sowas fähig wäre, sagt Frankie Nielsen, ein häufiger Gast im Icarus Point. In der offiziellen Pressemitteilung des Milton Haven Polizeireviers versichert, dass Alan das Feuer mit einer Signalpistole auslöste und dass der Fall derzeit als fehlgeschlagener Selbstmordversuch untersucht wird. Dieser Reporter hat jedoch so seine Zweifel. Warum sollte Alan eine Signalpistole in Besitz haben? Ein Gegenstand, den man gewöhnlich eher in Schiffen auf See findet als in einem Leuchtturm? Der USS Thanatos, Frachtschiff an der Unglücksstelle.
Die Sache wird noch verworrener, wenn man Aliens Anruf bei der Polizei kurz vor dem Unglück bedenkt. Er erwähnte Männer in Schwarz, die an der Unglücksstelle am Strand in Patnos ein- und ausgingen. Zahlt denn etwas, das er nicht hätte sehen sollen? Oder ist es nur das Hirngespinst eines mental instabilen Menschen? Nur Alan Shore kann diese Fragen beantworten und er wird möglicherweise nie mehr aufwachen. 1997. Ja, vielleicht hat er wirklich einfach eine geheime Staatsoperation beobachtet, egal ob das mit Aliens zu tun hat oder nicht. Wenn er dann einfach bei wirklich Giftmüll irgendwie zum Einsatz kam. Ich hatte einen Albtraum, in dem ich in diesem neuen Superstore war und eine Dame, der Blut aus dem Hals quoll, warf eine Glasscherbe auf mich. Vielleicht habe ich es nicht geträumt. Es ist unklar, jedenfalls hatte ich 3 Tage nicht geschlafen. Okay, sie hat also, oder er hat also was mit dem Ganzen zu tun, ne? So, okay, wo ist gleich der Schlüssel? Ah. Das ist schon nette Mechanik. Das ist schon nett gemacht. Es ist jetzt 14.49 Uhr und ich bin am Icarus Point. Ich schaue auf das weite Meer hinaus und bin traurig. Ich weiß nicht warum. Traurigkeit fand Einlass in meine Brust. Sie zog mit Hab und Gut ein und hat sich dort breit gemacht. Das ist dumm. Der Doc sagte, ich sollte es rauslassen, wenn mir danach ist, mich zu äußern, aber mir tut der Hals weh und ehrlich gesagt will ich nur sagen, dass ich traurig bin. Ich sage es nicht ohne zu wissen für wen. Ich sage es dem Meer. Ich bin traurig. So, mach damit, was immer du willst. Oh. Und da ist Schlüssel Nummer 3. The door is all chained up, not working. Ach so. Das ist der Fernsehschlüssel. Success. Das ist der Uhrenschlüssel. Success. Und das ist der Bojenschlüssel. Schauen wir mal. Kann ich hier unten lang? Ja, im Prinzip. Gehen wir mal hoch. Oh, ich fühle mich gerade so wie im Finale von Der Leuchtturm, diesem A24-Film, wo oben zu Leuchtturm Glühbirne gehen. Was total mystisch und krass ist. Wo wir jetzt natürlich versuchen, das hier zu ersetzen. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Also irgendwie müssen wir das austauschen, okay, aber wie? Mir fehlt gerade noch der Zusammenhang. Sich darauf schießen. Scheinbar. Das ist aber echt merkwürdig.
Weil ich brauche jetzt eigentlich ja irgendwas zum Interagieren. Wow, 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 wow. Bisschen fies, dass das einfach umdreht. Oh. Oh. Scheiße! Ernsthaft, Endgegner hier? Okay, ersetzen wir das jetzt. Time to shed some light. Of course, no power. Ernsthaft, einfach der Strom ist ausgegangen? Ist uns jetzt wirklich einfach nur der Strom ausgegangen? Oh, dann gehen wir runter und holen wir uns Strom. Ach du Scheinbar. Scheibenkleister. Du erntest, was du sägst. Sähst. Bring zu Ende, was du begonnen hast, Desmond. Was hat der König in Gelb denn bloß mit uns? Jom, jom. Der Generator zeigt Zeichen des Verfalls. Manchmal, wenn er bei Reinigungsarbeiten abgeschaltet war, braucht er einen kleinen Anstoß, um wieder in Fahrt anzukommen. Seltsamerweise kann ich das nachempfinden. Also, dass wir ihn schubsen müssen. Ist der denn? Ich sehe schon, wir müssen den Guten ein bisschen für uns arbeiten lassen, hä? Oh je, das wird nicht so geil werden hier gleich. Es wird hässlich. So, alles Mögliche schnell looten. Too much for one man. Okay, das... Ich will jetzt eigentlich nichts Schlimmes sagen, aber... Das war irgendwie zu einfach. So, muss ich jetzt einfach nur wieder nach oben?
Oder ging es hier unten noch irgendwo weiter? Ich gehe jetzt einfach mal wieder nach oben. It's okay. The ship, the fire, those weren't your fault. Whatever this chemical is, it's gotta be the source. You're braver than you know. Wir haben es geschafft, oder? Alan's madness came on just as suddenly as Virginia's did. I have no doubt their cases are linked. I need to follow the chemical trail. See where it takes me. Ob das Ganze vielleicht einfach nur Alkohol ist. Kann ich jetzt hier einfach nach vorne raus? Nein. Oh, guck mal, der ist schon... Okay. War das, was wir schon gefunden hatten. Dann gehen wir jetzt mal raus. Und verlassen das hier. Gase sind schuld, ja. Von diesen Chemikalien. Office of Dr. Desmond Wales. Please leave a message after the tone. Doc? Doc, are you there? Why would you be there? It's the middle of the goddamn night. This is bad, man. I don't even know what's happening. I swear, Doc, I didn't even know it was supposed to come through. Okay, nicht noch irgendwo einer? Nee, ne? Vorne im Licht. I'm pretty good at getting a copy of the log from the wharf. I know what's coming in. It's not even my job. I just like to be prepared. But that ship. It said nothing about that ship, man. And then the bulb quit on me, man. When I needed it the most, it quit on me. Everything was so dark. And then boom! The ground is shaking. I went down there. I wanted to help. I wanted to make sure no one was hurt. But man, I don't know. Monsters down there, Doc. I swear. I can see them in the shadows. They move around when I'm not looking. They try and grab me into the floor, Doc. I'm losing it. Hallihallo, Raiders. Willkommen. Und hallo, Modo. Da muss ich dich ja gar nicht mehr raiden hier. So, da. Ich wollte gerade sagen, mach mal vielleicht deinen eigenen Shoutout, aber da ist er. Wir sind immer noch mit dem Licht beschäftigt. Someone must have dropped it. Gotta fight darkness with light. How could I not see it sooner? Gotta fight. Wait. They're here. They're here. The men in black. Oh, weird. That guy Nygaard is here. I've seen him around. Around you, man. I gotta warn them, Doc. They don't know about the monsters. Wissen nichts von den Monstern. Diese Men in Black. Und wir haben auch heute kein UFO gesehen. Kein komisches Schiff mit komischen Chemikalien. Ja, wir machen hier tatsächlich aber auch gleich Schluss. Wir haben jetzt gerade den zweiten Fall hier, glaube ich, jetzt gerade durch. Guck nochmal gerade. Aber dann machen wir gleich auch für heute Abend. Denke ich. Finito. Dann haben wir wahrscheinlich das halbe Spiel jetzt gleich durch. So, und wir beschäftigen uns nochmal ganz kurz mit Tonya. You're back. Good. I was getting worried. Things are starting to become unstable around here. How so?
The ground is shaking, and the water outside is rising. I know what happened to Alan. I know. I saw. Alan mentioned that driver you were treating. Max Nygaard. Classic bag of cats, that guy. There's probably a door to his house here as well. Yeah, I was thinking the same thing. Ah, guck mal, hier kommt immer eine neue Postkarte, wenn ich einen Fall gelöst habe. Ich lese mal kurz vor, was das jetzt hier mit seinem Fall war. Und guck noch eben, ob sonst noch was neu in diesem Raum ist und danach machen wir dann, denke ich, für heute Schluss. Ja, die Katze ist tatsächlich ein bisschen creepy. Fusion meinte schnell, ist das eine weiße Mew? Okay, Alan Shore, 33, Albtraumstörung, Phobie vor der Dunkelheit und schizotypische Merkmale. Umstände der Behandlung, Patient suchte von sich aus Behandlung, hat Probleme, sich über längere Zeit in der Dunkelheit aufzuhalten und hat wiederholte Albträume, in denen sich Schatten bewegen und größer werden. Er hat Angst, von den Schatten berührt oder konsumiert zu werden. Geboren, aufgewachsen in Montauk, New York, zog im Alter von 18 Jahren nach New York City und kam dann mit 22 nach Milton. Patient hatte kontinuierlich Angst vor der Dunkelheit seit frühester Kindheit. Die Albträume könnten eine Manifestation der Phobie sein, die diese noch verstärkte. Das zwanghafte Verhalten, das Licht immer anzuhaben, wurde von den Eltern des Patienten geduldet und sehr wahrscheinlich hat diese Beschwichtigung das Problem verschärft. Die Eltern des Patienten waren beide starke Raucher und beide starben im Abstand von nur einem Jahr an Lungenkrebs. Ellen war zu der Zeit 16. Vermutlich verbrachte er die letzten 2 Jahre bis zum Auszug allein. Patient hat sein Leben an das Bedürfnis, immer Licht zu haben, angepasst. Dazu gehört auch der Betrieb und die Wartung des Icarus Point Leuchtturms, wofür er seinen Job als Mechaniker im Pandora Hotel aufgab. Patient fühlt sich in Gegenwart von anderen merkwürdig, bevorzugt einen Einzelgänger-Lebensstil. Patient wohnt direkt neben dem Leuchtturm. Patient drückt manchmal seine Begeisterung aus, wenn seine Phobie betroffen ist und genießt da durchaus den Kitzel, wenn er verängstigt wird. Könnte auch masochistische Züge hindeuten. Ergänzend wurde ins NLH eingeliefert, nachdem er fast tödliche Verbrennung in der Nacht des Schiffsunglücks erlitt. Matös. Ja, er hat diesen Leuchtturmbetrieb, dieser Alan, und hatte ja leicht schizomäßige Tendenzen. If only Alan could see himself differently. Not as others saw him. So, und jetzt kann ich das hier endlich betreiben, ne? Oh, come on. I can listen to songs with this. Die Schallplatte von Virginia. Down on me, I did not die.
You haven't been petting other cats, have you? Ja, danke. Das war doch ein wunderschöner Abschluss für heute Abend mit dem Song. Den lasse ich gleich nochmal laufen. Böse Katze! mittlerweile dürfen wir mich ja wieder hören. Aber auf jeden Fall, ich finde, das war jetzt gerade ein eigentlich schöner Abschluss. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.